Die Börsenminute, Investments für die 20er Jahre. Auch wenn Bitcoin, Ethereum und Co. sich gerade wieder etwas aufrappeln, sie bleiben spekulativ und den Status einer stabilen Weltwährung werden sie wohl nicht bekommen. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern auch die einer meiner regelmäßigen Gesprächspartner, Jim Rogers. Denn sobald sie den Status eines stabilen allgemeingültigen Zahlungsmittels erreichen würden, drehen die Staaten den privaten digitalen Assets einfach den Saft ab. Nicht, dass ich ein kompletter Kryptoverweigerer bin, persönlich bin ich in homöopathischer Dosis in Ethereum und Bitcoin investiert, um den Markt zu verstehen und nicht den technischen Anschluss zu verpassen. Doch bin ich überzeugt, dass die vielen privaten Zahlungssysteme jetzt starke Konkurrenz von digitalen Zentralbankwährungen bekommen. Das Beratungsunternehmen PwC wittert hier auch das große Geld, zumal geschätzte 80% der weltweiten Zentralbanken eine digitale Währung einführen wollen. Die internationale Consulting-Schmiede hat sogar einen eigenen Index, den PwC CBCD Index 2022 erstellt. CBCD steht für Central Bank Digital Currencies. Der Index analysiert die weltweit führenden CBDC-Projekte und zeigt die aktuellen Herausforderungen und Trends auf. Und siehe da, Europa hat hier nicht viel zu bieten. Im Index sind vor allem die Staaten Nigeria, China und die Bahamas ganz oben angeführt. Die Bahamas waren im Oktober 2020, deren Zentralbank mit dem Cent-Dollar ein digitales Zahlungsmittel erschaffen hat, gefolgt von China die Vorreiter, die Ende 2020 den digitalen Yuan eingeführt haben. In Nigeria gibt es mit dem eNaira ein digitales Zahlungsmittel der Zentralbank. Und was macht die EU? Die Europäische Kommission will Anfang 2023 einen Gesetzesentwurf für einen digitalen Euro vorlegen, was Deutschland und Frankreich viel zu langsam geht. Sie befürchten nämlich Wettbewerbsnachteile. Wem PwC trotz des Absturzes der Kryptowährung Terra USD noch eine große Chance gibt, sind Stablecoins, also private Kryptowährungen, die durch Vermögenswerte wie Fiat-Währungen oder Gold besichert sind und dennoch schnelle und günstige Transaktionen ermöglichen. Naja, schauen wir mal. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.